Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Renn! Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Dieses Ende zwingt mir einfach ein Lächeln aufs Gesicht und ich muss einfach sagen, dass es gibt kaum ein Spiel, das eben so unheimlich schön eine Geschichte erzählt und tatsächlich zu Ende bringt und halt wirklich, ja, es ist einfach, es ist ein Film, es ist wirklich großes Kino, BioShock, jedes Mal. Auch der erste Teil hat mir wirklich ein Lächeln abverlangt und ja, was soll ich groß sagen, außer dass wir durch sind? Für alle, die es interessiert, ich lasse den Abspann jetzt noch laufen, werde mich an dieser Stelle ausklinken und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer Matze Possum.